Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren Füllfederhalter aus meiner Sammlung vorstellen. Diesen Füllfederhalter habe ich gebraucht erworben. Es ist ein Vintage-Stück und so sieht die Verpackung aus. Hier könnt ihr es schon erkennen. Kenzo, der Kenzo-Füllfederhalter aus den 90er Jahren. So, will ich erstmal so ein bisschen hier rum zeigen, dass das jeder mal sehen kann. Ja, wie immer werden wir uns so ein bisschen mit dem Hersteller beschäftigen. Ich werde Maße und Gewichte machen, werde ich ein bisschen was zum Hintergrund erzählen. Dann machen wir einen Schreibtest. Ich werde euch sagen, was mir gut gefällt, was mir weniger gut gefällt. Und dann natürlich wie immer zum Schluss ein kurzes Resümee ziehen, bei dem ich euch dann mitteilen werde, ob ich mir ihn wieder kaufen würde und wo man ihn, falls ihr Interesse bekommen habt, euch auch so einen zuzulegen, wo man ihn denn vielleicht jetzt noch bekommen kann. Dann legen wir mal los. So habe ich ihn bekommen, den Kenzo Füllfederhalter. Wie ich in der Anmoderation ja schon gesagt habe, er ist aus den 90er Jahren und man erfährt nicht sehr viel über den Hersteller. Man erfährt überhaupt nicht sehr viel über diesen Füllfederhalter, weil ich glaube, er ist nicht in so einer großen Stückzahl produziert worden, wobei das auch nur eine Vermutung ist. Und er ist auch in Sammlerkreisen jetzt nicht so sehr bekannt. Ich habe die unterschiedlichsten Informationen bekommen. Es wird auch viel Falsches über den Füllfederhalter erzählt, zum Beispiel, dass er von Bic produziert sei. Das entspricht nicht den Tatsachen. Der stammt aus einer früheren Zeit. Es wird viel vermutet, dass Stepan aus Paris, ich hoffe, ihr habt jetzt richtig ausgesprochen, für die Herstellung verantwortlich zeichnen soll. Und ich glaube, das können wir hier anhand der mir vorliegenden Informationen heute auch klären, wer dafür zuständig war, dass dieser Füllfederhalter entstanden ist. Aber beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit der Verpackung hier. So habe ich ihn bekommen. Was ich im Netz gefunden habe, entspricht das auch dem Zustand, in dem er damals verkauft wurde. Das ist also diese Box mit dem Label Kenzo dran. Das hier sind Gummibänder, also zwei Gummibänder, eins längs, eins quer. Das hier ist eine feste Pappschachtel in grün, auf der anderen Seite in rot. Und ja, hier an den Ecken schon ein bisschen abgenutzt. So, so sieht es aus. Und dann kann man mal die Gummibänder abmachen, vorsichtig. Die halten also auch immer noch sehr gut. Will ich gleich mal nicht. Kaum Fingernägel hat, ist das schwierig. Ich werde es aber irgendwie schaffen, ohne alles kaputt zu machen, hoffe ich. Na, jetzt habe ich es. Doch nicht. Jetzt so. So geht's. So, dann nehmen wir den Deckel mal weg. Da seht ihr innen nochmal die Beschriftung Kenzo, Paris. Ist hier ein Stoff mit einem weichen Untergrund. Wird so ein Schaumstoff sein, schätze ich mal. Hier seht ihr diese ganz feste Pappe. Farbgebung, so typisch 90er Jahre. In der Zeit soll er nach den mir zur Verfügung stehenden Erkenntnissen auch produziert worden sein in Paris. Und dann haben wir hier das gute Stück. Legen wir die Garantiekarte auch mal richtig rum rein. Den gab es in mehreren Farben, in Gelb, in Rot. Hier liegt er in Blau vor. Und bevor wir uns jetzt mit dem Füllfederhalter beschäftigen, wollen wir uns mal die Garantiekarte anschauen. Finde ich auch sehr nett gemacht, hier mit so einem kleinen Faden dran. Das ist so ein Papierheftchen, Kenzo-Garantie. Dann muss man hier das so ein bisschen aufziehen, aufwickeln. So, und dann geht das auseinander. Dann sieht man, das ist nur so eine Papphülle gewesen. Also alles sehr gut erhalten. Können wir auch mal neben hinlegen. Und dann seht ihr hier so ein Faltblatt mit internationaler Garantie. So, und wer da jetzt beim Durchblättern schon so ein bisschen aufgepasst hat, der hat eine Sache festgestellt. Und dann nehmen wir uns jetzt hier mal die deutsche Variante, die werde ich mal ein bisschen fokussieren. Wartet mal einen kleinen Augenblick. So, so seht ihr das ganz gut.
Internationale Garantie. Wir danken Ihnen für den Kauf eines Schreibgerätes der Marke Kenzo. Und da rechts seht ihr schon, wenn es ein Problem gab, nämlich im Kundendienstfalle, ist Stipen anzuschreiben. Also insofern, glaube ich, ist diese Frage geklärt, wer den Füllfederhalter damals für Kenzo gemacht hat. Stipen ist später übernommen worden von BIC. Die gibt es also heute auch nicht mehr. Das ist ursprünglich eine Firma aus Paris, die sich auch mit anderen, auch mit Werbekugelschreibern und Werbematerial beschäftigt hat. Und die wurden später von BIC übernommen. Insofern ist dieser Hinweis, den ich im Netz gefunden habe, dieser Füllfederhalter, der Kenzo-Füllfederhalter, sei unter BIC-Herrschaft sozusagen schon produziert worden. Der ist nicht richtig, sondern damals in den 90er Jahren, als dieser Füllfederhalter rauskam, da war das noch eine eigenständige Firma und die hatte auch hier in Deutschland, wie ihr an der Adresse seht, einen Sitz. Aber eigentlich war sie aus Paris. Okay, dann können wir das auch mal nebenhin legen. Ja, dann habt ihr hier nochmal auch sehr schön farblich abgesetzt, so einen gelben Rand, damit der Deckel hier unten drauf hält. Und auch hier schön mit noch einem Gummiring festgemacht und zwei so kleinen Nieten. Auch hier wieder grüner Stoff und Schaumstoff drunter. Der eigentliche Füllfederhalter. So, dann schieben wir mal alles hier ein bisschen an die Seite, dass wir hier Platz haben für den Füllfederhalter. Und dann schauen wir uns den mal genauer an. Sie haben hier eine Gesamtmetallkonstruktion von Stipen produziert. Ich habe hier, ja, das seht ihr natürlich nicht, weil ich nicht wieder scharf gestellt habe. Also hier ein bisschen näher, eine Gesamtmetallkonstruktion von Stipen. Hier seht ihr schon mal ganz schön am Clip. Kenzo, kann man das erkennen? Gut, ja, da kann man es erkennen. So. Das ist sehr schön, das Gold abgesetzt mit dem Blau, finde ich, sieht sehr gut aus. Am Clip, finde ich, kann man es so am besten erkennen, ich halte den mal so ein bisschen schräg. Sieht für mich aus wie so ein 20er-Jahre-Design. Also ich finde es sehr stylisch gemacht, ist ja auch ein Füllfederhalter eines Designers. Insofern ein tolles Stück. Dann werden wir uns gleich mal mit der Kappe beschäftigen. Den Füllfederhalter legen wir mal nebenhin. Ja, die Kappe, eine Metallkonstruktion. Unten einen Kappenring, ein Zierring aus Metall, auch in Goldfarbe gehalten. Dann der Clip, was ich da sehr schön finde, ist hier dieser runde Aufsatz, dieser tellerförmige Aufsatz, der hier unten drunter liegt. Also sehr schön gemacht. Dann auch diese Streifen hier, wie gesagt, erinnert mich alles an die 20er Jahre. Dann hier das Logo mit drauf, Kenzo. Das ist übrigens auch der einzige Hinweis auf den Designer, auf dem ganzen Füllfederhalter. Ich habe keinen weiteren gefunden. Dann hier, also funktionaler Clip. Dann hier das Endstück der Kappe. Da ist so ein roter, ja, also ich schätze mal, es ist Kunststoff, roter Abschluss, sieht so ein bisschen funkelnd aus. Ja, sehr stylisch eben. Aber ich denke mal, es ist ein Kunststoffstein sozusagen, der hier oben diesen Abschluss bildet am Kappenkopf. Ja, alles aus Metall. Können noch mal bisschen reinschauen. Ja, Metall, alles gut verarbeitet, keine scharfen Kanten. Das Metall ist blau, mit so einem blauen Lack überzogen, schöne dunkelblaue Farbe. Aber wie gesagt, mich begeistert hier dieser Clip, der ist einfach genial gemacht, finde ich. Der sieht so toll aus. Das ist aus meiner Sicht schönste Designmerkmal an diesem Füllfederhalter. Dann kommen wir zum Füllfederhalter an sich. Auch hier Griffstück in Metall gehalten.
funktional, nicht glatt, liegt sehr gut in der Hand. Hier ist bei der Feder so ein, ja, wie ein zusätzlicher Tintenleiter sieht das aus, weil dieser rote hier, wie vergleichbar mit dem Stück, hoppla, mit dem Endstück an der, funkelt jetzt ein bisschen anders, muss ich mal ein bisschen das Licht halten, so, da sieht man, dass das identische Farbe ist. So ein Kunststoffteil wie am Kappenkopf. Das ist hier nochmal über die Feder gelegt. Man könnte meinen, es ist ein zusätzlicher Tintenleiter, damit man die Feder beidseitig beschreiben kann. Ich kann euch aber schon sagen, da ich ihn schon ausprobiert habe, das ist nicht so. Das ist nur ein Designelement. Ich finde es aber sehr schön. Sieht sehr stylisch aus. Unten der Tintenleiter, ebenfalls relativ einfach und schlicht gehalten. Keine Lamellen, durchgehend schwarz. Ja, da gibt es eigentlich sonst nicht viel zu sagen. Die Feder dürfte, ich habe mir auch schon ausprobiert, wie ich euch gesagt habe, da dürfte es sich um eine Stahlfeder handeln. Eine mittlere Feder dürfte es sein. Die ist ungebrandet. Ich habe keinen Hinweis auf irgendeinen Hersteller gefunden. Und insofern erklärt das auch so ein bisschen die Spekulationen im Netz, weil oftmals wird der Füllfederhalter heute leider nur noch ohne die Verpackung angeboten. Und dann ist natürlich auch die Garantiekarte zumeist verloren gegangen. Und dann kann man da keine Rückschlüsse mehr ziehen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben das jetzt hier gemeinsam rausgefunden. Dann schrauben wir mal auf. So, ich habe jetzt hier einfach mal einen Konverter eingesetzt. Ursprünglich wurde der Füllfederhalter nicht mit einem Konverter ausgeliefert. Da war eine lange Tintenpatrone drin, aber ihr könnt die Standard International Tintenpatronen hier verwenden oder aber auch einen entsprechenden Konverter. Er darf halt nur nicht zu lang sein. Das müsst ihr ein bisschen ausprobieren. So ein kleiner Konverter passt da wunderbar rein. Ja, hier ist auch alles Metall. Ich schätze mal eine Messingverarbeitung. Wenn man hier reinschaut, auch Gewinde, komplett Metallgewinde hier unten, Metallaufnahme im Schaft. Ja, sehr solide verarbeitet. Ja, zum Konverter selber braucht man nichts sagen, weil er ja ursprünglich nicht dazugehört. Gucken wir uns nochmal den Schaft an. Hier oben nochmal ein Zierring aus dem, ich schätze mal Messing oben mit dran. Ansonsten auch alles ein Teil, nichts abzuschrauben, blau lackiert. Messingkonstruktion, hier sieht man es auch nochmal, wenn man hier so reinschaut, also durchgehend sehr gut verarbeitet. Und hier keinerlei Abnutzungserscheinungen, wie gesagt, der Füllfederhalter stammt aus den 90er Jahren. Okay, dann machen wir mal als nächstes die Maße und Gewichte und anschließend gleich einen Schreibtest. Maße und Gewichte. Der Füllfederhalter, so wie ich ihn euch vorhin gezeigt habe, mit Konverter, mit Tinte, wiegt 31 Gramm. Da merkt man schon, das ist eine Metallkonstruktion, ist hiermit auch nochmal der Beleg. Er misst ohne Kappe 11,3 cm, ist ein relativ kleiner Füllfederhalter, wie ich finde, also oder normale Größe. Ich finde aber, er liegt trotzdem gut in der Hand, werde ich euch gleich nochmal zeigen. Im geschlossenen Zustand, so wie jetzt hier auf dem Papier liegt, misst er 13,2 cm und ihr könnt ihn auch aufgesteckt benutzen. Hier zeige ich euch nochmal die Kappe. So eine Steckkappe ist relativ fest auch, also die hält sicher. Und ihr könnt ihn natürlich hier entsprechend aufstecken. Und der hält dann auch, da passiert euch nichts. Aber auch wenn ihr ihn so nehmt, ohne dass ihr ihn aufsteckt, finde ich, ich habe relativ große Hände. Ihr habt ja die anderen Füllfederhalter vielleicht aus meinen Reviews gesehen. Und insofern finde ich ihn trotzdem sehr bequem zu schreiben. Okay. Dann legen wir die Kappe mal nebenhin und dann werden wir mal beginnen. Ich stelle euch heute vor den Kenzo bei Steepen.
Der hat eine mittlere Stahlfeder. Das Papier ist Clairefontaine. DCP 160 Gramm, wie immer. Und die Tinte ist die Parker Quink. Schwarzblau. Okay, dann können wir noch mal, jetzt lassen wir mal einen kurzen Moment offen, dann haben wir das nämlich auch gleich getestet. Halten ihn vielleicht auch mal ein bisschen verkehrt rum und dann werden wir mal einen Schreibtest machen und ihr könnt euch wieder anhören, wie der Füllfederhalter hier ohne meinen Kommentar über das Papier gleitet. Also ich finde, er schreibt sehr schön. Die Feder singt ein wenig. Ich finde, es ist ein sehr angenehmes Geräusch. Und er hat auch keinerlei Anschreib. Jetzt habe ich das Wort Anschreibschwierigkeiten. Also sehr schön, hält sich oder liegt gut in der Hand. Jetzt zeige ich euch nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Dieses rote Plastik-Design-Element hat nicht die Funktion eines zweiten Tintenleiters. Wir schreiben jetzt einfach mal verkehrt rum. Ihr seht jetzt hier den schwarzen Tintenleiter nach oben gedreht. Also. Ihr seht schon, wird deutlich feiner, weniger Tintenfluss. Also wie gesagt, ist kein zweiter Tintenleiter, sondern ein Designelement. Ja, mal gucken, ob wir ein bisschen Variation aus der Feder rausholen. Wenn wir mal ganz vorsichtig probieren. Nein, das ist eher nicht der Fall. Da wird sie dann auch, wenn man ein bisschen Druck ausübt, wird sie dann auch ein bisschen kratzig. Also würde ich vorschlagen, das nicht zu tun. Ansonsten schreibt sie zuverlässig, keine Anschreibschwierigkeiten. Schreibt nicht sehr feucht, wobei ich habe es ja auch schon in anderen Reviews dargestellt. Die Parker Quink ist ja nicht eine der feuchtesten Tinten. Insofern, also alles gut. Schreibt sehr schön und gibt hier nichts zu meckern. Gut, dann haben wir auch den Schreibtest und die Maße und Gewichte uns angeschaut. Und dann kommen wir jetzt zu der Stelle, an der ich euch sage, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Kenzo-Füllfederhalter. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Kenzo-Füllfederhalter bei Steepen? Zeigen euch nochmal. Hier ist das gute Stück. In all seiner Schönheit. Also, was mir gut gefallen hat, ist der Tintenfluss. Es gab keine Anschreibschwierigkeiten. Er, wie gesagt, ist ja aus den 90er Jahren. Ich weiß auch nicht, wie die Vorbesitzer den da behandelt haben. Er hat aber keinerlei Dinge da übel genommen. Und ich konnte ihn nach einer kurzen Reinigung, und das wäre auch schon mein zweiter positiver Punkt, als ich ihn bekam, war eine Tintenpatrone eingesetzt, eine lange Standard International Tintenpatrone. Und mit ein wenig Wasser und durch Aufziehen über den Konverter war der Füllfederhalter komplett gereinigt und es waren keine Farbreste mehr drin. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Es gibt keine Anschreibschwierigkeiten, Konverter ist nutzbar, wir haben internationale Standard-Tintenpatronen, was mir sehr gut gefällt. Im Stile der 20er Jahre. Ich zeige das hier nochmal. Ich will das mal ein bisschen hier reinzoomen, dass ihr das auch seht. So, dieser Clip, der hat es mir angetan. Upsala. So.
Und auch dieser Abschluss mit dem roten, ja, ich sag mal, Edelstein, der da dargestellt werden soll, das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Also das gefällt mir sehr gut, aber der Clip, der ist aus meiner Sicht fantastisch gelungen. Sieht aus wie so ein Flügel von einem Insekt oder so in der Richtung. Und auch mit diesem kleinen Teller unten dran am Abschluss, um ihn einzustecken, dann ins Hemd oder in die Brusttasche. Also ist schon sehr schön gelungen. Dann auch hier mit dem Schriftzug nochmal, dass ihr das nochmal kennt. So. Ja, also alles sehr schön. Das ist wirklich sehr gut gelungen. Macht insgesamt einen sehr wertigen Eindruck. Tolles Design, man muss Kenzo mögen, die Farben bei Kenzo, dafür steht Kenzo, das ist fantastisch. Er ist eher klein, schmal. Normalerweise, wenn ihr meine anderen Videos kennt, lobe ich immer die etwas kräftigeren Füllfederhalter, die mit der breiten Feder. Aber hier die mittlere Feder schreibt sehr schön. Ist jetzt nicht meine absolute Lieblingsfeder. Sie hat auch wenig Variationen, haben wir ja gesehen. Aber sie passt gut zu dem Füllfederhalter. Ist ein eher kleiner, schmaler Füllfederhalter, aber trotzdem liegt er auch ohne die Kappe aufzustecken gut in der Hand. Ist eigentlich, wie gesagt, gibt es da keine Einschränkungen und ich könnte mir schon vorstellen, den öfter mal zu benutzen. Ich habe den jetzt wenig benutzt momentan noch, weil ich ihn auch erst vor kurzem bekommen habe, den dann mal gereinigt habe, um den dann auch hier euch präsentieren zu können. Aber er schreibt sehr schön, mir gefällt auch der Klang der Feder auf dem Papier. Ich kann das ja gut vergleichen, weil ich immer wieder das gleiche Papier verwende. Insofern kann man ja dann hören, wie die einzelnen Federn darauf klingen. Ich finde die Feder hier von Stupen, die für den Kenzo-Füllfederhalter verwendet wurde, sehr angenehm im Klang. Was gefällt mir weniger gut? Gibt es eigentlich nichts. Also mir ist nichts eingefallen, was ich jetzt hier verändert haben möchte, was irgendwie anders schöner wäre. Ist mir nichts eingefallen. Einzige, was ich sagen muss, ist vielleicht, dass es ihn nicht mehr gibt. Ich habe ja jetzt einen, aber wenn ich überlege, wo könntet ihr jetzt einen herbekommen, dann macht es nicht einfacher und das wäre vielleicht so der einzige negative Punkt. Dann kommen wir auch schon zum Resümee. Würde ich mir wieder kaufen? Ich würde mir auf jeden Fall wieder kaufen. Ich finde ihn auch in der Kombination. Für mich gehört die Kiste dazu, für mich gehört die Garantiekarte dazu. Das ist ein Gesamtkunstwerk, das ist ein Designobjekt, das muss komplett sein. Und wenn ihr euch jetzt einen kaufen wollt, ist es relativ schwierig, einen zu bekommen. Ihr könntet mal schauen über eBay, meistens dann USA. Etsy habe ich auch das ein oder andere Angebot gesehen. Ich habe ihn recht günstig bekommen. Meiner hat 50 € gekostet, so wie ich ihn euch hier gezeigt habe. Die Preise gehen leider aber auch hoch bis 180 € und insofern kann ich euch nur empfehlen, schaut eBay Kleinanzeigen, schaut eBay auch international, also eBay.com, die amerikanische Seite, schaut überall, wo ihr ihn finden könnt, aber ich denke, es sollte schon ich sag mal, ein komplettes Designobjekt, jetzt habe ich den Begriff. Sollte es sein, dazu gehört eben auch die Verpackung, dazu gehört die Garantiekarte und dann ist er komplett. Ich habe auch mal gehört, und das habe ich in einem Forum gelesen, dass der ein oder andere den auf dem Flohmarkt gefunden hat für wenige Euro. Der schrieb damals etwas von 3 €. Da hat er den Füllfederhalter bekommen. Ja, klar, da kann man natürlich mitnehmen. Für 3 € macht man nichts falsch, aber so. Offiziell in den Angeboten ist, wie gesagt, 50 bis 180 € ist das, was momentan angesagt ist. Ja, das war's zum Kenzo bei Steepen und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Ink Up Your Pen.